Wir stehen hier, weil am Freitag der Bundestag 13 Artikel des Grundgesetzes ändern soll, damit eine Infrastrukturgesellschaft errichtet wird, die die Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen praktisch privatisieren soll. Der Bundestag, also das Parlament, wird damit in Zukunft nicht mehr darüber entscheiden können, welche Autobahn mit welcher Geschwindigkeit gebaut wird oder nicht gebaut wird. Wir protestieren deswegen, weil mit dieser Infrastruktur GmbH auch möglich wird, dass private Investoren über öffentlich-private Partnerschaften oder über andere verdeckte Formen der Beteiligung dort hineingezogen werden und natürlich Gewinne machen wollen. Aber die öffentlichen Autobahnen sind kein Bereich, in dem man Gewinne machen darf. Das ist bereits von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt. Es ist öffentliche Infrastruktur und muss es bleiben und demokratisch kontrolliert bleiben. Wir wollen, dass auch die Verkehrswende möglich bleibt. Deshalb sind wir auch dagegen, dass ein eigener Finanzierungskreislauf gemacht wird und irgendjemand darüber entscheidet, was damit geschieht, aber eben nicht mehr die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Am Freitag soll das Parlament entscheiden. Es wird so getan, als wenn Privatisierung ausgeschlossen wäre mit dem vorliegenden Gesetz. Das ist nicht wahr. Es werden Hintertüren geöffnet, die eigentlich Scheunentore sind. Und ich kann nur sagen, wir appellieren natürlich auch an die Abgeordneten der SPD, endlich zu ihrem Wort zu stehen und jede Form von Privatisierung der Autobahnen zu verhindern. Die Linke wird geschlossen mit Nein-Stimmen. Und ich hoffe sehr, dass wir diese größte Privatisierungsoffensive der letzten Jahre und Jahrzehnte gemeinsam verhindern können.